So, mal gucken. Kein Schwein da, das ist ganz gut. Und ich habe einen Hammer und ganz viele Bandagen und sowieso. Was dieses CO1 wegziehen ist, weiß ich auch nicht. Ich vermute irgendwas mit Heilung, aber. Oder wir können damit irgendein Auto reparieren. Vielleicht ist ja so ein Mehrkomponentenkleber. Und hier ist es wirklich dunkel. Ich meine, ich könnte zwar den Gamma-Wert hochschrauben, aber das wäre unauthentisch. Tralala, tralala, tralala. Also hier tut's richtig weh, wenn man stirbt. Auch so einen persönlich. Also wenn man zum Beispiel im Battlefield stirbt, mein Gott, damit muss man rechnen, dass man da mindestens 10-mal drauf geht. Aber wenn man hier drauf geht, da ist es richtig böse, weil dann hat man halt kein Kramzeug mehr. Tralala, tralala, tralala. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Verfolgt hoffentlich auch keiner. Okay. Der Chat hat sich auch beruhigt. Und es sind immer weniger Leute hier. Vermutlich, weil gerade Nacht geworden ist. Deshalb wollen die alle nicht hier sein, aber das soll mir nur recht sein. Je weniger Leute hier sind, desto geringer ist die Chance, dass Leute in meiner Nähe sind. Ja, eigentlich ganz entspannt die Runde, oder? Ein paar Zombies umgekloppt. Was, wenn wir jetzt noch Whitestone ausräumen können? Und dann, naja, vielleicht die eine oder andere Sache finden und gemütlich zurück in die sichere Zone scharwenzeln, dann wäre das richtig geil. Aber so richtig. Aber wir können nur hoffen, wir wissen es nicht. So, wieder sprinten. Und wir nähern uns schon erstmal dem Zwischenziel unserer Reise, nämlich dem kleinen Kaff da unten. Also müssen wir überlegen, wie ich das schneide eigentlich hier, weil das ist ja schon ziemlich lange und ich das hochgeladen und bearbeitet habe, da vergehen ja ungefähr 3 bis 57.000 Jahre. Deshalb müsste ich das irgendwie zurechtschneiden und ich guck mal, wie ich das hinkriege. Ich guck mal, wie lang das insgesamt wird hier und dann schneide ich halt so ein paar Folgen draus zurecht, dann ist es gut. So, wir schnaufen schon wieder. Wir sind hier an der Kreuzung vor dem Kaff. Nach Boulder City will ich gar nicht rein. Wir sind immer noch Mr. 7, okay. Mal sehen, hier war ich ja schon mal. Also der Einkaufshalle ist interessant und eigentlich. Ach, rüber mal reingucken. Ich weiß überhaupt nicht, wie es mit den Gegenständen ist, wie die gespawnt werden. Naja, aber wir gehen mal in die Richtung. Also auf jeden Fall die Einkaufshalle. Das ist schon mal wichtig. Und ich glaube. Ach so, in der Bank war ja das letzte Mal der Helm hinten drinne. Und der Helm war an sich nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal echt aufpassen, dass ich hier nicht auf irgendwelche Zombies stoße. Aber es sieht erstmal gut aus, soweit. Ich gehe mal ein bisschen weiter in den Hang ran, da ist es dunkler. Okay, wieder einer rausgegangen. Okay, nur 9 Leute auf dem ganzen Server. Diese Musik nervt langsam mal. Gut, da vorne ist eine schöne Hütte. Ich höre auch keine Zombies, das macht mich nervös. Da vorne steht zwar einer an der Ecke. Aber hier hinten ist halt keiner, okay. Ach, hier ist wieder die Hütte mit dem Windspiel. Da ist irgendwas, warte mal. Antibiotics. Naja, ich will aber auch nichts fallen lassen.
Bleiben dir halt die Antibiotika da liegen. Sofern wir uns keine Krankheit einsammeln, ist das sowieso egal. Hoppala. Hier ist ein Zombie, aber ich sehe ihn nicht. Kann ich ihn noch mitnehmen? Nee. Ja, ich dachte, ich hätte welche. Also Binoculars möchte ich schon gerne mitnehmen. Ja, da fresse ich halt mal die Pasta. Und nehme dir die Binoculars mit. Was ist denn dieser Zombie? Falls irgendjemand Zombie sieht, das sagt bitte Bescheid. Können wir irgendwie rein? Ich will nicht außen rum gehen. Das heißt innen rum, ich gehe gerade außen rum. Boah, ist aber verdammt dunkel. Aber das ist vielleicht auch besser so, wenn es dunkel ist. So, hier kommen wir nicht rum. Okay, wir müssen also darum. Also ich will zumindest in die Einkaufshalle rein. Schon wieder irgendwelche Leute dabei. Und der Deus Tentakel ist auch drauf. Und ich sehe diesen... Ach, da vorne steht er. Zombie Fight in the Night. Na komm ran. Okay, der hält die Schnauze. So, was liegt hier noch rum? Bandagen und Painkillers. Nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, was die maximale Stapelgröße ist. Noch mehr Painkillers. Noch mehr Bandagen. Und ist eine Literflasche? Ja. Schön. Wir sind richtig gut ausgerüstet, möchte ich sagen. So, hier drin ist nichts weiter. Doch, warte mal, was liegt hier noch rum? Kokosnusswasser. Na, warte mal, wir können jetzt mal kurz reinhelfen. Ich mach das mal, so hier. Dann mache ich das so hier. Dann mache ich das so. Dann mache ich das so. Dann mache ich das so. Und dann mache ich das mal wieder so. Ich sehe echt nichts. Und die auf YouTube vermute ich immer noch weniger. Oh doch, die können wir auch stapeln. Das ist na gut. Das gefällt mir nicht schlecht. Oh, oh, was liegt denn hier rum? Eine Granola-Bar. Noch ein Flashlight. Achso, da können wir nur einmal mitnehmen. Und Bandagen. Ich könnte ja mal gucken, ob unser Flashlight einfach kaputt ist oder alle oder so. Und nehmen wir das andere mit. Ja, aber irgendwie können wir nicht aufs Flashlight wechseln. Ich weiß auch nicht warum. Na egal. Die Granola-Bar. Ach ja, machen wir halt wieder den ultimativen Trick. Granola-Bar einsammeln. Essen. Und Hammer wieder einsammeln. Hört sich nach Zombie an. Kommt bitte an Schalter 2 und lasst euch verkloppen. Los, komm her.
nichts fallen gelassen. So, jetzt will ich nur noch in das Gebäude rein und dann verschwinde ich hier. Und zwar ganz, ganz fix. Da steht noch ein Zombie rum. So, und ich bin drinne. Warum kann ich die Flashlight nicht benutzen? Das finde ich doof. Hier, gut, Bandagen haben wir hier noch. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Hier lag meine Waffe oben auf dem Regal, aber jetzt nicht. Warte mal, ich probiere mal kurz. Das muss womöglich sein. Aha. Bandagen nochmal. Oatmeal. Antibiotics. Nee. Was ist das? Noch mehr Bandagen? Okay. Ansonsten ist hier nichts weiter. Mir so ein bisschen vor wie Alan Wake, aber. Nein! Ey, nur weil ich den Kerl nicht gesehen habe, weil dieses Equip so ein bisschen scheiße ist. Guck mal, ich kann nicht auf den Hammer wechseln. Ich renne einfach mal hier in den Wald rein. In der Hoffnung, dass uns das hilft. Uiuiui. Den Zombie habe ich echt nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Ich wusste, dass er in der Nähe war, weil es laut geröchelt hat, aber gesehen habe ich ihn nicht. So verbunden habe ich mich jetzt und ich kann nicht auf den Hammer wechseln mit dem Mausrad. Doch, jetzt. Okay, wir haben zumindest mal das Dorf hinter uns gelassen. Verdammt, ich bin in der falschen Richtung geflüchtet. Ach. Ich muss ja hier so lang. Gut, wir haben noch ein bisschen was eingesammelt. Haufen Painkillers und Bandagen haben wir jetzt. 8 Bandagen und 8 Painkillers. 2 Hämmer haben wir. 2 Ferngläser. Naja. Geht ja. Jetzt muss ich eigentlich nur noch zurück in Sicherheit latschen. Und ich hoffe mal, das wird mir gelingen. Ich meine, stockfinstere Nacht und es sind kaum Leute auf dem Server, also könnte das eigentlich funktionieren. Sag die Map. Jetzt sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Okay. Tralala, wir reiten durch die Nacht geschwind. Und holen uns der Königin ihr Kind. Oder so. Naja, muss jetzt auch nicht sein. Das kann sie auch erstmal behalten. Die haben sowieso keinen Platz im Inventar. So. Ich gehe mal hier wieder in den Berg runter, weil da geht es dann, glaube ich, einen Abhang hinab. Und den wollen wir nicht hinunterfliegen. Ich sprinte mal wieder ein bisschen. Habe ich überhaupt was zu essen dabei, frage ich mich gerade. Nee, ne? Nur Wasser, Naja, also wenn wir jetzt noch halbwegs vernünftig zurückkommen, dann könnte man diese Session hier als Erfolg betrachten. Schon mal nicht schlecht.
Hier ist nämlich der See. Da unten, falls man den sieht. So, hier ist die Straße, okay. Das ist ganz gut. Ich verschwinde mal kurz von der Straße wieder. Und eigentlich müssen wir jetzt nur noch so geradeaus gehen und wären dann in Sicherheit. Das kriegen wir noch gebacken. Tralala. Okay. Also wir haben noch einiges abgegriffen und können sogar ein bisschen was ins Global Inventory packen, damit unser zweiter Charakter auch ein bisschen was machen kann. Tja, aber jetzt ist halt erstmal zurückklatschen angesagt. Wir können uns ja ein bisschen den Mond angucken oder so. Aber an sich wird hier nichts mehr passieren. Hoffe ich doch mal. Ich weiß gar nicht, wo wir dann als nächstes hingehen, also in der nächsten Aufnahme. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Richtung des Settlements dort hinten. Es ist so dunkel, es ist so dunkel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir können es mal von außen angucken. Ja, uns sieht man auch kaum, also. Na gut, den anderen Typen wird man noch weniger sehen, weil er es langärmliches anhat. Aber naja, was soll's. Gucken, Map. Wir nähern uns der Kreuzung. Warte mal, wir müssten eigentlich da hoch. Ich gehe mal hier so lang. Ja, ich glaube, das hier ist der Abzweig. Okay, da vorne wurden wir in der letzten Aufnahme umgebracht. Und ich gehe mal hier ganz fix über die Straße. So. Jetzt habe ich mich fast vor dem Busch erschrocken, wie der da so ankam. Aber wir sollten immer auf alles gefasst bleiben, falls uns hier noch irgendjemand überraschen möchte. Wir nähern uns dem Settlement. Ey, hoffentlich überlebe ich das mal. Da vorne sehe ich es doch schon so ein bisschen blinken, oder? Kann das sein? Haben wir irgendwelche Banditen eigentlich auf dem Server? Ach, nur noch 7 Leute auf dem Server. Nach, das geht doch. Das geht doch. Und bestimmt schaltet uns gleich einer von denen über den Haufen. Tralala, tralala. Ich latsche hier so geschwind durch den Wald. Und vor nichts mache ich Halt. Ich gehe mal kurz lauschen. Aber scheint keiner in der Nähe zu sein. Ich meine, es ist ja sowieso doof, die ganze Zeit quatschen durch die Kante zu latschen. Aber da es hier zum Glück kein Ingame-Chat ist mit dem Mikrofon, was ich hier am Stissel habe, kann uns zum Glück keiner hören. Also wir sind zugegebenermaßen wirklich ziemlich leise. Hinter uns ist auch keiner. Okay. Eigentlich läuft es ja ganz gut. Wir sind auch gleich im Schutzbereich drinne. Nur noch wenige Schritte und wir haben es hinter uns gebracht. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt rennen sollte oder nicht. Weil wenn wir rennen, machen wir mehr Geräusche. Wären aber auch schneller da. Na gut, es hat bisher ganz gut geklappt mit der Methode hier, also behalte ich es mal bei. Ich sehe zwar hier rein gar nichts. Auf dem Boden. Na gut, so ein bisschen was sehe ich auf dem Boden, aber nicht wirklich viel. Aber wir haben es gleich geschafft, zurück ins Settlement. Los, komm schon, Nachricht, zeig dich. Los, zeig dich, zeig dich, zeig dich, Nachricht. Ich will's ins Settlement schaffen.
Starrt hier gerade einen Baum durch, so wie es aussieht. Ja, wo ist die Safe Area? Lass mich jetzt nicht hängen. Ja. Wunderschön. Es sind keine Waffen erlaubt. Wir können ins Global Inventory. Und wir sind soweit sicher. Schön. Gut, ich würde sagen, da plane ich mal kurz unseren nächsten Ausflug. Der wird vielleicht mal na hoch, vielleicht zum Goblin Peak Settlement gehen in der Richtung. Da wird noch ein bisschen Campus City auseinandernehmen können. Das heißt, ich gehe schon mal auf die andere Straßenseite wechseln. So, und werde mich da hinten irgendwo verstecken und werde dort mal rausgehen. So, ich verstecke mich mal hier drüben an der Felswand irgendwo. Hier bei dem Baum, genau. Stelle ich mal hier hin. Und würde sagen, wunderschön, wir haben es geschafft. Wir haben es mal mit ein paar Gegenständen wieder in die sichere Zone reingeschafft. Und haben sogar noch genug Kram, um unseren zweiten Charakter ein bisschen auszurüsten. Ja, ich freue mich soweit und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Aufnahme und Folge wiedersehen. Denn für hier sage ich erstmal gute Nacht und auf Wiedersehen. Tschüss.